Ausstellung lebt von einem besonderen kuratorischen Konzept. Sie zeigt eine, wie ich denke, besonders lyrische Zusammenstellung, eine außergewöhnliche Hängung. Und das sind immer auch Elemente, die viele Sammler, auch Museen, davon überzeugen, uns immer wieder mit hochbedeutenden Leihgaben diese Projekte zu unterstützen. Die Ausstellung unterteilt sich in 7 Räume, in denen jeweils 2 Künstler gegenübergestellt werden. Und wir haben hier verschiedene Themenaspekte aufgegriffen, zum Beispiel Neubeginn im Alter, also Künstler, die zu einem sehr späten Zeitpunkt in ihrer Karriere nochmal eine ganz überraschende Wende vollziehen, wie Willem de Kooning und Henri Matisse. Mit beschränkten Mitteln ist ein anderes Thema. Das sind Künstler, die aufgrund von körperlichen Einschränkungen auch ihre künstlerische Arbeitsweise verändern mussten, wie Alexej von Jawlensky mit seinen späten Meditationen. Ist vielmehr gerade diese unterschiedlichen Facetten, also diese Vielfalt der möglichen Enden auch aufzuzeigen. Und so ist zum Beispiel Andy Warhol ein Beispiel für einen Künstler, der, als er 1986 seinen Werkzyklus The Last Supper nach dem letzten Abendmahl von Leonardo da Vinci schuf, gar nicht vorhersehen konnte, dass dies seine letzten Bilder sein würden. Dass jetzt ausgerechnet das letzte Abendmahl eben so sozusagen zu seinem Vermächtnis geworden ist, das ist, verdankt sich eher dem Zufall. Ich denke schon, dass es so eine Tendenz gibt, natürlich die Künstler, die krank sind, die wirklich leiden und denen auch bewusst ist, also denen natürlich dieses Ende, dieses nahende Ende auf ganz andere Weise bewusst wird, da gibt es sicherlich die Tendenz, dagegen anzuarbeiten und zu versuchen, diese Zeit zu nutzen. Die Ausstellung endet mit einer Reihe von Black Paintings von Ed Reinhardt. Dieses letzte Werk hat er nicht nur einmal geschaffen, sondern immer wieder über 6 Jahre hinweg, sodass diese Black Paintings eigentlich eine Serie von Variationen dieses letzten möglichen Bildes sind.